Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft After Humans. So, es hat ein bisschen länger gedauert mit diesem Jute-Dinger. Da ging sogar schon die Nacht drauf. Und ich hoffe mal, dass wir noch einen einzigen Rucksack bauen können oder machen können. Gut, es ist ja im Endeffekt ja herstellen. 7 Stück. Ah, verdammt ist. Nein. Einer fehlt noch. Ah, verdammt. Schade, 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 schade. Ich dachte, es könnte noch einer werden, aber leider. Na gut, na gut. Gehen wir mal weiter. Das Leben ist halt kein Ponyhof. So, wir gehen noch ein bisschen weiter in Richtung Süden. Wir haben ja. Und das wieder Lava. Sind wir eigentlich nicht weit weg von zu Hause, also. Hier ist die Gegend mal abgebrannt. Da gab es mal etwas Feuer. Hier ist ein Birkensetzling, genau. Ich bin auch am Überlegen. Also wirklich am Überlegen. Zwecks mit einer neuen Grafikkarte. Ich weiß es noch nicht so genau. Wenn ich überlege, meine jetzige, die 2070, ist ja auch schon gute 4 Jahre alt. Klar, es würde eine sagen, ich habe noch eine 1060 oder 1070. Warum willst du schon aufrüsten? Ja, es hat nichts in dem Sinne zu tun, ich will auf dem neuesten Stand der Dinge bleiben, sondern auch die Spiele selbst werden ja auch immer aufwendiger. Ja. Und dann ist er auch irgendwann mit einer 2070 Super ist da Feierabend. Und auch viele Spiele, sage ich mal, die brauchen auch mehr VRAM-Speicher. So, und irgendwann Silberholz, okay. Und irgendwann kommt dann auch schon die Grafikkarte schon zum Stottern. Das ist halt die Frage, weg damit, ob ich mir eventuell eine 4080 hole. So, weil das ist so eher, wo es schon. Mensch. Hallo? Weg damit. Als schon damals die, sag ich mal, der Release war, gab es ja die 4090 und die 4080 als zwei Versionen. Einmal als 60 GB Variante und 12 GB Variante. Und dann habe ich überlegt. Oh, fuck, was ist das? Okay. Da habe ich auch überlegt, ja, die 16 GB, mit der bin ich erstmal zukunftssicher unterwegs, ja. Also wenn ich die dann auch wieder, sag ich mal, 4 Jahre habe oder sogar noch länger, dann ist es eher schon zukunftsorientierend. Und da will ich auch hinaus, ja, wirklich etwas zu haben, was auch, wo ich auch länger habe. Denn ich habe ja die letzte Generation, die 30er Generation, die habe ich übersprungen. Da habe ich schon gedacht, ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Und da gab es ja auch Probleme, für solche Karten zu bekommen. Und wenn sie zu bekommen waren, da waren sie auch schnell weg gewesen. Denn da waren eher die Leute, die das Ganze mit Mining machen, also mit Krypto-Mining, die waren dann, sage ich mal, schon schnell unterwegs gewesen. Oder diese Grafikkarten waren verdammt teuer. Ja? Und da habe ich dann gesagt, nee, also ich gebe für eine 3080, gebe ich keine, was weiß ich, 1.400 € aus. Das ist schon echt heftig. Gut. Und wenn man jetzt schon holt, die 4080, die kostet jetzt auch schon gute
zwischen 1200 bis 1500 Euro. Ja. Aber dafür ist sie halt nochmal etwas stärker. Und da ich ja hauptsächlich auf WQHD spiele, merke ich auch schon, dass die 2070 schon bei einigen Spielen schon echt an der Grenze ist. Also ich habe schon gemerkt, wie damals Cyberpunk rausgekommen ist. Ich habe es jetzt gar nicht mal probiert mit Raytracing. Klar, es gab dann halt noch das ein oder andere Update noch dazu für das Spiel und auch Grafikkartentreiber. Aber mit Raytracing habe ich erst gar nicht angefangen. Und dann habe ich eher, sag ich mal, die Grafik-Settings etwas bisschen höher gestellt. Klar, Raytracing, alles gut und schön, aber ganz ehrlich, so scharf bin ich jetzt nicht darauf. Mit Raytracing. Und da überlege ich halt gerade, ob ich mir eventuell eine 4080 zulege. Ich weiß aber halt noch nicht. Es ist halt viel Geld, aber man muss auch sagen, ein Hobby kostet halt Geld. Und halt zocken ist halt ein Hobby. Da muss man halt schon etwas Geld hinlegen. Ja, andere Leute haben, was weiß ich, Airsoft oder Paintball als Hobby. Und die Waffen kosten natürlich auch verdammt viel Geld. Ich habe ja zu Hause auch noch eine Airsoft-Waffe. Eine SKH. Für die Waffe habe ich damals knapp 600 Euro bezahlt. Und da kommen noch die ganzen Aufsätze hinzu. Die Red Dots. Dann noch ein Akku-Pack noch dazu. Und noch extra Magazine. Und da kommt man auch schon an die über 1000 Euro ran. Ja. Und ja. Ich habe es aber aufgegeben. What the fuck ist das denn bitte? Was ist das? Was ist das? Kommt man da irgendwie hoch? Und wie gesagt, für ein Hobby muss man halt Geld ausgeben. So, was ich halt momentan nicht aufrüsten werde, ist halt meine CPU. Die reicht bestimmt noch für die nächsten 2 Jahre noch aus. Packeis. Oho. Schüssel. Abgenutzte Metallsäule, Fabrikblock, okay. Ich würde sagen, ich kämpfe mich mal da hoch. Ungefähr ist hier die Mitte. Ding, ding. Und der Ton ist schon... Da ist ein Leiter. Ui. Oh, cool. So die Frage. Ist da oben irgendwas? Oh, wow. Magisches Holz. Magische Holzbretter. Das ist cool. Magisches Laub. Uiuiui, das wird dann direkt auf der Karte markiert. Oh, habe ich wieder ein Dorf übersehen. Okay. So, Adminmarker. Puh. Wie nenne ich den denn? Position. Baum des Lebens. Ja, also als CPU habe ich ja noch mein 3900X. Der, wie gesagt, der reicht für mich erst noch vollkommen aus. Also, ich wollte mir schon, letztes Jahr wollte ich mir schon den 5800X3D holen, aber da habe ich dann gesagt, für was? Ja, mir sind, sage ich mal,
Die Kerne sind mir auf der einen Seite auch schon wichtig. Gerade wenn man Multitasking betreibt. Na, sprich, gut, bei mir halt war es noch vorher noch mit Streaming gewesen. Klar, mit der Aufnahme macht es ja auch schon ein bisschen was aus, wobei ich ja eher über die Grafikkarte ja aufnehme. Das Gebiet ist eher, ne, schnell weg hier. Und bleibe ich erstmal bei der CPU. Klar, die neuere Generation der CPU, da brauchst du erstmal ein neues Mainboard dafür. Alleine schon die 7000er Generation von AMD. Also ich bin von Intel auf AMD gewechselt, da für mich eher AMD preistechnisch doch ein bisschen günstiger war als halt Intel. Und das ist halt immer so eine Frage. Und halt jetzt bei der neuen CPU von AMD brauchst du schon ein neues Mainboard, ja. Die haben halt AM5-Sockeln und so ein Mainboard kostet dann auch mal 250 Euro aufwärts. Also gerade so die günstigen. Die kosten mal gerade so 250 Euro. Vielleicht hat sich da was schon getan vom Preis her, ich weiß noch nicht. Hab auch noch nicht nachgeschaut. Aber da muss ich leider sagen, nee. So, wir sind hier. Ich will mal sagen, wir gehen mal langsam den Schlenker, wo ich mal gesagt habe, in der letzten Folge, mal so zurück. Was aber, sage ich mal, günstig geworden ist, ihr könnt mich da auch verbessern, das sind Arbeitsspeicher, also DDR5 Arbeitsspeicher. Ich habe noch letzte Woche habe ich noch einen Arbeitsspeicher gesehen, also ein Kit, 32 GB Kit mit, oh was, noch ein Dörfchen. Das ist, sind das Schwämme? Okay. Mit 6000 MHz. Klar, Latenzen sind halt jetzt bei DDR5 halt schon sehr enorm. Der hatte, glaube ich, irgendwas mit CL32 oder 36 gehabt, ich weiß nicht mehr. Aber vom Preis her 130 Euro oder 140 Euro, ich weiß nicht mehr, war das doch recht günstig gewesen. Block platziert. Oh Gott, Batwalk. So, und da kann ich halt nichts dazu sagen. Also das finde ich schon relativ günstig. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt bei meinem PC die Arbeitsspeicher hole, das war damals auch ein 32er Kit gewesen. Ich wollte den Stecker machen. Das war ja, ist ja auch ein 32er Kit. Und ich habe damals knapp 350 Euro bezahlt für 32 GB mit, ich glaube, das muss ich echt lügen, 3200 MHz oder 3600 MHz? Ne, 3200 MHz. Und das war schon sehr teuer gewesen. Und jetzt, ganz ehrlich, sind ja die Arbeitsspeicher sind ja schon relativ sehr, sehr günstig. Und dasselbe auch mit meiner M2 SSD. Da habe ich damals für eine 500 GB Variante, da habe ich auch knapp 300 Euro bezahlt. Und ich habe im Endeffekt, sage ich mal, früher für einen PC mehr bezahlt als heute. Ja, weil auch viele Komponenten sind auch günstig, ja. Man bekommt jetzt schon eine 1TB M2 SSD für knapp, ich glaube, 90 Euro, wenn es hochkommt. Ja, da habe ich mir auch schon gedacht, oh, das ist auch schon ein sportbilliger Preis. Und halt eine 4TB M2 SSD habe ich noch gestern nachgeschaut, da bezahlst du 250 Euro. Und da dachte ich mir, Alter, was geht denn ab? Und ich glaube, das war noch PC Express 3 gewesen, genau. Das war noch ein 3er gewesen, weil, ganz ehrlich, eine 4er mag alles gut und schön sein, aber den PC großartig schneller machen tut er ja auch nicht. Oder beziehungsweise Windows hochfahren. Ja.
Das ist auch schon kurios. Lass es mal von PC Express 3 M2 SSD zu einer Fiera, lass das mal mit Windows mal gerade mal 2-3 Sekunden sein. Keine Ahnung, wie viel. Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Aber ganz ehrlich, muss nicht sein. Und die 3er reicht für mich vollkommen aus. 3500 Meter sind wir entfernt, okay? Da ist schon wieder sowas. Was ist denn hier los? Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal so einen kleinen Schlenker. Das ist echt geiles Biom hier. Also gerade mit den Bergen, mega geil. Mega, mega, mega geil. Kann mich jetzt echt wieder ärgern, dass ich hier kein Dings machen konnte. Ich gehe mal dort hinein und werden dort unsere Nacht verbringen. Tile Sync Name. Okay. Ach, wir haben hier die Lampen aufgehoben. Die Lampen sind eigentlich auch ziemlich cool, die Fackeln. Wir nehmen die mal mit. Komm, was soll's. Was soll der Geiz? Wir nehmen sie mit. Wenn sie schon dort rumliegen. Was? Lunchbox. Chili. Bohnen Burrito. No smelting for food, cooking only. This means you. Okay. Holzkohle. Okay. Ein Amboss. Den nehmen wir mit, den Amboss. Eine getriebene Lore, okay. Weil mit dem Amboss kann ich dann hier nämlich mein Zeugs reparieren. Eisenspitzhacke. Erfahrungskosten. 3. Wir haben ja genügend. So, da haben wir das mal repariert. 3. Hammer. Ah, das geht nicht? Okay. Ach komm, wir nehmen die Holzkohle mit. Das ist was? Oh, Schienen. Kein Platz. Weil mit Schienen wollte ich ja auch was machen. Mit Schienen wollte ich auch was machen. Gerade für... Das sind nur ein paar Zeug, was ich... Hä? Ja, was ist dann? Wie viele Schlangen? Oh nein, 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 nein. Geh damit. Was kann ich denn wegschmeißen? Eichensetzling, weg damit. Weiße Wolle. Dreck, weg damit. Bodenblätter, weg damit. Puh, Pilz, weg damit. Jetzt habe ich echt vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe es vergessen. Ah ja, mit den Schienen, genau. Weil ich wollte ja auch unterirdisch, sage ich mal, auch noch was bauen. Vielleicht dann halt so eine sehr, 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 sehr weite Strecke bis nach XYZ. '64er Stack. Wow. Oh, cool. Nehmen wir alles mit. So, gut, okay, machen wir mal. Den nächsten Schlenker. Ja, ja, ja. Ihr Schlangen. Denn ich wollte ein bisschen, weit mit Zügen bauen. Auch mit diesem Traincraft mal ausprobieren, wie das ist.
So. Ey, es sind schon wieder 20 Minuten vorbei. Was zum... Die Zeit, die verfliegt. Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass die Zeit so schnell verfliegt, ey. Mein Gott. Ja, noch weiter in der Richtung. Und dann kommen wir bestimmt in der übernächsten Folge nach Hause. Eventuell. So. Ist jetzt... Das... Applied Energist, obwohl ich die Chance auf 0,1% gestellt habe, gibt es diese Dinger überall. Wahnsinn. Gerade bei mir, der eine Krater, der ist schon ein bisschen, naja, sagen wir mal, unschön. Final Fantasy 7? So. Ja, hier das, hier diesen Klotz aufzureißen, das macht keinen Sinn, weil ich brauche ja dafür von der Tinkers Construction brauche ich da einen verbesserten oder eine verbesserte Spitzhacke, weil mit der komme ich hier nicht durch, mit der normalen. Wobei eventuell, mal gerade mal nachschauen, mit der Diamantspitzhacke würde es sogar gehen. Ja, es geht sogar mit der Diamantspitzhacke. Hier irgendwo auch im Kern drinne. Oh, das ist schon die Truhe. Okay. Ja, gibt es hier diese Logikdrücke, Siliziumdruck, Kleinnuggets. Ja, ganz ehrlich. Es muss nicht sein. Himmelstein ist alles schön und gut. Wir machen das wieder zu. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz in der Tasche. Ups. So, pop, pop, pop. Und Salz wollte ich erholen. Und Marmor wollte ich erholen. Oh Gott. Gibt ein bisschen was zu tun. Eine Wüste habe ich jetzt noch keine gefunden. Für Sand. Ach, schon wieder so ein komisches Biom. Oh. Ich glaube, das sind für mich die hässlichsten Biome überhaupt. Diese Pilzbiome. Ich weiß nicht, also das ist leider mein Gedanke. Oder das trifft eher nur auf mich zu, keine Ahnung. Aber ich... Die sind mir... zu düster. Passen hier nicht so hinein. Genauso wie hier die Pilzkuh. Gut, okay. Pilzbiom, Pilzkuh, okay, passt. Aber wenn ich so eine Kuh töte, gibt die mir Leder? Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Nee, ich probiere jetzt nicht aus. Ich wollte ja keine Tiere töten. Außer am Anfang. Da habe ich sie getötet. Sorry. Aber jetzt will ich eher auf friedlicher Natur bleiben. Oh, das ist noch ein bisschen was. Okay, wir könnten es sogar schaffen, in der übernächsten Folge wieder zu Hause zu sein. Ich weiß noch nicht. Sehen wir mal. Also, viel haben wir noch nicht gesehen.
Viel haben wir nicht gesehen. Das ist schon ein bisschen... Ja. Ich will jetzt sagen, traurig, aber... Ach, das wäre mehr. Wie viele Biome gibt es denn hier überhaupt eigentlich in After Humans? Sind ja schon ein paar. Tschüss, Kuh. Ach Gott. Komm schon, wie groß ist denn das Biom? Oh. Ups. Ja. Einmal nicht aufgepasst, einmal kurz rüber geschaut. Ach, da sehe ich wieder was Grünes. Wir gehen dorthin. Es wird dunkel. Wie gesagt, wir können noch ein bisschen rennen. Das Bettchen. Das legen wir mal dorthin. Wir können nur nachts schlafen. Geh runter, Sonne. Geh runter. Schlafen. Danke. Danke für das Bettchen. So. Ach ja, das Zeug. Das Biom ist aber echt groß. Das ist sehr, sehr groß. Sehe ich da Sand? Sehe ich da eine Wüste? Ja, eine Wüste. Wir haben eine Wüste. Sehr schön. Da kann ich meinen Sand alles holen. Aua, 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 aua. Au, au, ouch, ouch. Kaktus, ouch. Aua. Ja, ganz schön gefährlich hier. Gut, dann markier das ein Dorf. Okay. Ein Name. Trockener Fleck. So, dann haben wir das mal markiert. Wir gehen mal noch zum Dorf über. Na, früher habe ich auch noch, wie ich schon mit Minecraft angefangen habe, aber auch viel mit Sand gebaut, gerade mit Sandstein, sage ich mal, so eine Sandburg gebaut, eine große. Das war auch schön. Aber das war ja eher nur so, sage ich mal, so ein Hingeklatsche von einem... Ach, ihr habt hier einen komischen Feldweg oder was? Das war eher so ein komisches Hingeklatsche gewesen. Von Burg. Ja, das ist echt ein sehr, sehr komischer Weg, meine Freunde. Oh. Das ist groß, das Dörfchen. Aber irgendwie sehr verwinkelt. Was habt ihr hier zu essen? Oh, Teepflanze. Katzenschweif. Chili-Pfeffer haben wir. Katzenschweif, Chili. Teepflanze nehmen wir mal mit. Weil ich das nämlich noch nicht habe.
Gewürzpflanze nehmen wir mit. Bohnen? Haben wir Bohnen? Ich brauche Platz. Ich brauche Platz. Bohnensamen. Weg damit. Ich weiß gar nicht, ob ich Bohnen habe. Dann haben wir Winterkürbis. Die haben wir, glaube ich. Hafer haben wir. Tomaten haben wir, ja. Hallo, guten Tag. Zugwerkstatt, okay. Was? 57 MHP. Meilen pro Stunde Power? Keine Ahnung. Ach, du bist hier drinne? Oh, what? Okay. Ja. Gibt's hier noch was anderes zu futtern? Grad mal nachschauen. Ja, Weizen ist eher immer so Standard. Das habe ich nicht eingesammelt. Weizen, Karotten, das sind immer so die Standardsachen. Weg damit. Hier auch. Weizen, Karotten. Na, wann? Karotten, ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das gewesen mit der heutigen Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, bis denn. Tschüss.